Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gute Günstig Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. Ja, heute gibt es was relativ Schnelles, aber mega, mega lecker. Es gibt Mozzarella Hähnchen mit einer leckeren Sahnesoße und Basilikum dazu. Mega, mega lecker. Was brauchen wir dazu? Ich habe hier einmal jetzt Hähnchen, ne, so einfach so Hähnchenbrustfilet, ne, ist hier einfach am leckersten, einfach am weichesten dafür geeignet. Dann zum Überbacken nehme ich hier zweimal so Mozzarella. Für den weiteren Geschmack hier so ein bisschen Kräuterbutter, gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal ein leicht leckeres Aroma. Dann hier einfach so ein Becher Snacker oder Mini-Tomaten, da könnt ihr auch andere kleinere Tomaten nehmen. Auf jeden Fall nehmt am besten so kleine Tomaten dafür. Dann brauchen wir einen ganzen Becher Schlagsahne und eine halbe Packung von so einem Schmelzkäse ohne irgendetwas. Einfach nur so einen sahnigen Schmelzkäse. Da könnt ihr nehmen, welchen ihr am liebsten mögt. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und natürlich einfach Basilikum. Ihr könnt auch frischen Basilikum nehmen. Ja, ich nehme jetzt hier mal den getrockneten, den schmeckt man trotzdem. Und als Beilage, wie gesagt, gibt es dazu einfach einen Reis. Schmeckt einfach am allerbesten. Ja, und natürlich eine Auflaufform, das Ganze wird natürlich überbacken. Ja, fangen wir direkt hier einmal an. Ja, wir nehmen unseren Sonnenblumenöl, na, gießen da ruhig ein bisschen was rein. Schwenken das schon einmal um und können dann eigentlich auch schon mal direkt hier die Pfanne schon mal anmachen. Können schon mal die Verpackung für die Hähnchen schon mal so ein bisschen aufmachen, dass wir das Ganze gleich nicht später machen müssen, sondern jetzt direkt am Anfang schnell, wenn das Öl denn heiß ist, sozusagen wie einfach das leckere Hähnchen da drinnen braten können. So, stellen wir ein bisschen drüber, fertig. So, dann widmen wir uns als allererstes hier einfach schon mal unseren Tomaten. Ne, die können wir halt einfach mal rauskippen. Ne, nehmt ruhig den ganzen Bottich, ist einfach am fruchtigsten, schmeckt einfach am leckersten. Was wir machen müssen, gar nicht viel. Ne, einfach hier, ne, ihr seht schon, das Messer hat schon seine längste Zeit so langsam hinter sich. Ne, einfach so in Stücke schneiden, fertig. Dann könnt ihr die einfach wieder in den Becher wieder reinmachen. Ne, zack. Ganz gemütlich. Ne, und nebenbei warten wir jetzt einfach, bis das Fett ein bisschen heiß wird. Dann braten wir erstmal natürlich unser Hähnchen einfach an. Wie gesagt, geht schnell. Wie gesagt, braucht dann nur im Ofen ein bisschen länger, na, so eine halbe Stunde ungefähr, aber ansonsten geschmacklich einfach top. Na, da kann man einfach nichts zu sagen. Na, so, zack, zack. Na, das Fett wird gleich heiß sein. Zack. Wie gesagt, ist auch gesund. Na, da hat man ein leckeres Eiweiß durch das Hähnchen, einfach wenig Fett. Na, ansonsten auch keine irgendwie großen Zusätze, wo man sagen muss, okay, na, da ist jetzt irgendwas, was vielleicht am Ende, weiß nicht, irgendwie chemisch ist oder so, sondern man hat einfach ganz viel fruchtiges Essen. Manche Leute werden es vielleicht nicht mögen. Wir haben ja Leute, die mögen vielleicht auch keine Tomaten, habe ich ja letztens erst gelesen. Ohne Tomaten, da könnt ihr vielleicht eine Paprika nehmen. Schmeckt nicht ganz so fruchtig, muss ich dann sagen, aber ist halt auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ihr nehmt einfach dann zum Beispiel, wie gesagt, ihr nehmt dann einfach eine Paprika statt Tomaten. Wenn ihr Tomaten aber mögt, dann seid ihr mit Tomaten hier auf jeden Fall auf der besseren und fruchtigeren Seite. Darum geht es halt einfach, dass die Tomaten dem Essen so etwas Fruchtiges verleihen. Paprika ist natürlich nicht ganz so fruchtig. Aber man sieht, hier spritzt gar nichts raus. Also es geht noch, die Tomaten sind nicht so übertrieben saftig, dass man jetzt sagen muss, oh mein Gott, alles spritzt raus, fertig. Da haben wir schon mal alles fertig gemacht. So, jetzt können wir einfach schon mal nebenbei einfach den ganzen Becher Sahne einfach schon mal ruhig in den Topf gießen und einfach drinnen lassen kurz. So, dann gucken wir mal. Das ist halt ein riesen Plopper hier, da seht ihr das schon. Die müssen natürlich jetzt erstmal ordentlich durchgebraten werden. Na, lasst ihn ruhig schön Zeit, dass die richtig durch sind. Das kann jetzt sogar ein paar Minuten dauern. Na, ungefähr. Also das wird jetzt so total dauern. Werden die ungefähr so 4,5 bis 5 Minuten pro Seite brauchen, dass es am Ende schön durch ist. Daher dann einfach wieder nehmen.
Ja, schön vorsichtig. So, ja. Jetzt müssen wir erstmal nicht mehr so viel machen. Jetzt lassen wir erstmal, wie gesagt, das ganze Hähnchen, alle vier Teile, komplett braten, bis sie durch sind, so ungefähr 4,5 bis 5 Minuten pro Seite. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir komplett mit dem Braten unseres leckeren Hähnchenfilets hier fertig sind. Ja, da sind wir auch schon wieder, die ersten Hähnchenstücke, die ihr seht, sind hier schon in unserer Auflaufform drin. Die anderen brutzeln gerade noch. Jetzt machen wir hier schon mal die Herdplatte an für unsere Soße. Da ist, wie gesagt, gerade ist da wirklich nur unsere Sahne noch drin. Währenddessen können wir jetzt schon mal anfangen, auch hier den Mozzarella schon mal einstechen und können das Wasser von dem Mozzarella schon mal ablassen und den Mozzarella fertig machen. Das ganze Wasser ein bisschen drauf. Auch hier einmal kurz gucken, dass wir so ein bisschen vorsichtig sind, einmal einstechen, ja, und einmal das ganze Wasser bei dem Mozzarella ausschütten. Fertig. Ja. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken, dass wir das Hähnchen noch mal umdrehen. Ja, oh, das sieht saftig aus, Leute. Lecker, lecker, lecker. Ja. Jetzt können wir nebenbei unser Mozzarella schon mal rausholen und den in schöne Streifen schneiden. Ihr seht, hier sieht aus, ey, mehr Fett drin auf der Herdplatte als am Ende. Ja, ne? Kochen heißt auch arbeiten, am Ende muss man dann auch mal sauber machen. Ja. So, dann tun wir den zweiten Mozzarella hier auch mal schön aus der Tüte. Fertig. Ja. So, und dann schneiden wir unseren Mozzarella hier einfach schon mal schön in kleine Scheibchen. Einfach, können ruhig auch dicker sein. Ja. Einfach, dass wir unseren Mozzarella hier schön klein schnibbeln. Zack, zack und zack. Ja. Jetzt ist das Hähnchen, jetzt kann man hier schon mal die Herdplatte, wo unser Hähnchen drin ist, ruhig schon mal ausmachen. Na, jetzt wird die Sahne langsam warm. Na, jetzt brauchen wir die Hälfte hiervon ungefähr, also so 100 Gramm. Na, jetzt nehmen wir so ungefähr 100 Gramm von diesem Weichkäse und machen den hier einmal aus der Verpackung und machen den hier einmal rein, damit das schön cremig wird. So. Auf die Herdplatte richtig fertig. So, ne? Jetzt wird er drin geschmolzen, ne? Und wir verrühren den Ganzen, dass er halt dort ein oder 40 Sekunden ein bisschen runterstellen. Ne? Einmal einrühren, ein bisschen aufköcheln lassen das Ganze. Währenddessen können wir uns jetzt schon mal ruhig hier um unsere weiteren Hähnchenteile kümmern. So, währenddessen können wir den Ofen auch schon mal vorbereiten. Ober- und Unterhitze 180 Grad. Ja, und die Pfanne, die können wir jetzt erstmal ganz kurz zur Seite legen. Ja. Die brauchen wir gerade nicht. So, was machen wir jetzt? Richtig, jetzt nehmen wir einmal hier, weil halt, ich bin völlig gerade durcheinander, rum, falsch rum. So, erstens fangen wir jetzt an und nehmen die Kräuterbutter und verteilen die ein bisschen auf unserem Hähnchen. Na, nicht viel. Ah, da braucht einfach nur so ein ganz kleiner Strahl hier drauf. Den verteilen wir auch gleich schön. Ja, einmal hier, so wie ihr seht, so ein ganz kleiner Klecks Kräuterbutter schön drauf. Ja, der gibt dem einfach nochmal ein schön aromatisches Geschmackchen. So und zack. Ja. So, das Ganze, wie gesagt, das könnt ihr jetzt nehmen mit der Gabel, ja, und könnt das einmal so ein bisschen auf euer Hähnchen ruhig verteilen schön, ja, dass die Kräuterbutter überall einmal so ein bisschen drauf ist. Ja, ihr seht, ne, die schmilzt super. Ja, die ist da echt schön, schön überall einmal verteilen. Damit kommt der aromatische Geschmack von dem Hähnchen dann am Ende noch. So, ja, so
jetzt einmal hier ein bisschen rühren. Die können wir schon mal so ganz runterstellen auf 3. Ja. So. Dann jetzt nicht viel, ne? Nur so eine kleine Prise Salz drüber machen. Ja. Dann, wie gesagt, hier nehmen wir auch, ruhig könnt ihr auch schon, ne, ein bisschen den Basilikum einfach drauf machen. Eine ganz kleine Prise Pfeffer noch. So, das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit der Soße. Ja, nochmal eine schöne Prise Pfeffer rein. Ja, ruhig ordentlich, da könnt ihr dann richtig ordentlich, weil die Soße soll den Geschmack bilden, ruhig eine gute Portion Basilikum reinmachen. Dann macht ihr da nochmal eine schöne Portion Salz rein. So, dann nehmen wir die ganzen Cocktailtomaten, die könnt ihr einfach hier wirr, einfach so ein bisschen verteilen hier. Ne? Einfach über die Hähnchen so ein bisschen drüber machen. So, dann, klar, ne, alles noch einmal schön miteinander verrühren. Herdplatte schon mal ausmachen, den Topf danach sauber machen. Wenn ihr einen anderen habt, könnt ihr auch einen anderen nehmen. Da kochen wir dann nach den Reis. Wie gesagt, das Hähnchen braucht ungefähr so eine halbe Stunde im Backofen. Heißt, wir haben auch noch ein bisschen Vorlaufzeit. Dann so, ne, jetzt schön vorsichtig. Diese cremige Soße einmal über das Hähnchen einfach nochmal verteilen. Ja, richtig lecker. Dann habt ihr noch gleich die Soße von. So, jetzt stellen wir mal das hier zur Seite. Ja, so, jetzt nehmen wir unseren Mozzarella, ja, und verteilen den einfach hier so ein bisschen so auf das Hähnchen schön drüber. Ja, wie gesagt, auch, könnt ihr euch auch über die Tomaten machen. Alles gar nicht schlimm. Ja, schön den Mozzarella einfach so ein bisschen quer ab. Verteilen hier so in den Ecken, ne? Ruhig rüber machen, schön. Wie gesagt, man kann einfach nicht genug Mozzarella nehmen. Na, es schmeckt einfach mega, mega lecker. So hier richtig schön überall klatschen wir den richtig dicken Mozzarella da jetzt drauf. Fertig, so, ja. Jetzt haben wir das. So, jetzt nehmen wir das Ganze einfach, machen den Ofen einmal auf. Der ist wieder schon vorgeheizt. Den könnt ihr, wie gesagt, auf Ober- und Unterhitze am besten, 180 Grad. Das Ganze muss jetzt dann nochmal eine halbe Stunde, so, oder 25 Minuten, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken, 25 Minuten, halbe Stunde, muss das Ganze jetzt immer im Ofen bleiben, so dass der Käse schön zerläuft einfach und das Aroma sich da drin richtig lecker entfaltet. Und ungefähr so bei 20 Minuten rum, wenn es nach 20 Minuten drin war, dann, wie gesagt, na, könnt ihr hier den Topf, ne, den könnt ihr jetzt einfach zum Beispiel direkt nehmen hier. Na, den könnt ihr ganz schnell mal so vorsichtig schon auswaschen. Na, dann habt ihr da, wie gesagt, da könnt ihr dann gleich wieder mal so ein bisschen gucken. Na, könnt ihr, na, da ist jetzt nicht viel drin. Ne, dann können wir den mal ganz grob, na, das macht ja nichts. Na, nachher kommt er wieder ordentlich ausgewaschen. Wenn wir jetzt einfach mal so grob gucken, na, dass wir so ein bisschen grob den sauber machen. Na, und dann machen wir da das Wasser rein. Ah, und da bereiten wir dann gleich, kochen wir dann nach unseren Reis nochmal zu. Da brauche ich euch dann aber nicht viel sagen. Wie gesagt, so nach 20 Minuten setzt ihr ungefähr so, sorgt ihr ungefähr dafür, dass nach 20 Minuten das Wasser hier einfach kocht. Und danach, nachdem das Wasser dann kocht, so nach 20 Minuten, dass ihr dann zeitlich gesehen den Reis fertig habt, aber auch zeitlich gesehen euer leckeres Basilikumhähnchen mit Mozzarella auf jeden Fall auch fertig habt, dass ihr da so ungefähr zeitgleich mit fertig seid. Ja, deswegen so nach, macht vielleicht nach 18 Minuten, macht ihr das Wasser schon mal an. Ne? Ich mache das jetzt einfach schon mal fertig. So, einfach schon mal Wasser aufsetzen, einfach fertig Wasser machen. Noch nicht auf die heiße Herdplatte stellen, den Griff so ein bisschen verdrehen. Nach 18 Minuten würde ich sagen, einfach auf die Herdplatte stellen. Na, dann macht das an, dann kocht das Wasser, dann macht er den Reis rein. Wenn der Reis fertig ist, ist auch gleichzeitig euer Mozzarella-Hähnchen hier fertig. Und dann seid ihr auch schon direkt dabei und könnt das Ganze zum Mittag einfach genießen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Ende wieder, wenn der leckere Mozzarella-Hähnchenauflauf in der leckeren Tomaten-Sahnesauce hier einfach fertig ist. So, meine lieben Freunde, nun sind wir fertig. Unser leckerer Reis ist hier drin. Und hier seht ihr auch schon, wie das Ganze aussehen kann am Ende dann. Ja, schön zerlaufen, noch schön die Soße drinnen, die man dann auch für den Reis benutzen kann. Einfach lecker, Leute. Und mit ihr riecht, man riecht es schon. Man steht hier und man will eigentlich jetzt eigentlich sagen, okay, scheiß auf den Reis. Ja, ist eh nur Beiwerk. Nein. Aber es riecht einfach verdammt, verdammt lecker. Und man kriegt richtig, richtig Hunger darauf,
kann ich euch einfach nur empfehlen, Leute. Es geht schnell, wie gesagt. Da seid ihr vielleicht eine halbe Stunde. Wir haben jetzt 25 Minuten, war es jetzt bei mir drin zum Beispiel. Ja, die Vorbereitung dauert nicht lange und ihr müsst halt eigentlich so gut wie gar nichts machen. Ja, das macht alles der Ofen alleine. Ja, das Kochen übernimmt, ne, den Reis kochen müsst ihr gar nichts groß machen. Und habt einfach trotzdem einfach eine leckere, gesunde Mahlzeit, na, wo ihr auch satt werdet hier. So, wenn wir jetzt den fetten, kommen wir hier einen riesen, boah, nur so, schon vorsichtig natürlich. So. Wie gesagt, alles immer schnell und besser, als wenn ihr euch jetzt hier irgendwie eine Fertigpizza macht. Na. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann es einfach immer nur wiederholen. Es ist einfach mega, mega geil, Leute, wie ihr dieses Format einfach aufsaugt wie so ein Schwamm. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Es macht mir einfach mega Spaß, euch allen hier einfach zu zeigen, ne, wie man wirklich mit gar nicht viel Geld wirklich immer leckere Rezepte zaubern kann, um einfach gesund zu leben. Na, jetzt machen wir uns hier einfach mal so die schöne Portion Reis drauf. Na, wie gesagt, ich habe hier jetzt ungefähr so einen Beutel pro Person. Da habt ihr wirklich richtig eine Menge Reis. Na, also da könnt ihr wirklich satt werden von. Na, wie gesagt, na, wenn ihr sagt, okay, ne, ihr wisst ja selber ungefähr grob, na, wie viel ihr essen möchtet oder wie viel ihr allgemein so als Mittagsportion mögt. Na, so, dann nehmen wir einmal hier den Teller kurz mit rüber. So, drehen den einmal kurz und holen uns hier unsere Hähnchenstücke raus. So, schön vorsichtig. Und man sieht schön, wie der Käse hier schön zerläuft einfach. Ah, da hat man. So. Ah, dann nimmt man sich hier das andere Stück auch gleich noch mit raus. Ja, habt da ungefähr zwei schöne, leckere, saftige Stücke hier. So, na, und natürlich wollt ihr auch ein bisschen was von der leckeren Soße für euren Reis einfach haben. Einfach so ein bisschen drüber gießen. Na, da habt ihr genug für, na, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich esse gar nicht so viel. Na, mir reicht so eine Portion, mir reicht zum Beispiel einfach ein Hähnchen. Na, so, jetzt machen wir ein bisschen drüber. Na, dann könnt ihr noch ein bisschen was über das Hähnchen hier gießen. So, fertig. Da habt ihr auch schön viel. So, und zu guter Letzt, ganz wichtig, noch mal eine kleine Prise Basilikum. Wenn ihr frischen habt, könnt ihr auch frischen jetzt drauf machen. Ansonsten einfach mal so aufs Hähnchen eine kleine Prise Basilikum. Und fertig ist hier einfach das mega geile Mittagessen, Abendbrot, wann auch immer ihr es essen wollt. Es bringt euch einfach Energie und es schmeckt verdammt, verdammt lecker. Fangen wir hier einfach nehmen wir unseren Reis mit der schönen Soße. Machen wir uns hier noch eine schöne Tomate drauf. Mmh. Mmh. Ja. Einfach lecker. Mmh. Schön sahnig, die Tomaten schön fruchtig. Basilikum gibt hier eine schöne Würze. Jetzt schneiden wir schön langsam hier mal. Oha. Oh Junge, oh, ein hartes Stückchen in der Ecke. Guckt schön durch, alles schön noch saftig. Kann man nicht zu sagen, Leute. Einfach wieder herrlich, fettarm, gesund. Ja, ich wünsche euch dann natürlich auf jeden Fall ein gutes Gelingen beim Mozzarella-Hähnchen mit der leckeren Sahne-Tomatensauce, das selber nachzumachen. Schreibt mir auf jeden Fall wieder in die Kommentare, wie ihr das Rezept fandet. Gefällt es euch? Werdet ihr es nachmachen? Auf jeden Fall würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr es nachmacht, wünsche ich euch natürlich guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Bleibt gesund, bleibt munter und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder zu einer weiteren Folge Gut Günstig Gaming hier auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Bis dahin auf jeden Fall reingehauen. Ich bin raus. Euer Brocken.